Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Entenrennen und Stadtfest in Bad Segeberg. 59. Nordbau 2014 in den Holstenhallen eröffnet. Autor Joachim Grabbe erhält Kulturpreis. Großer RSH-Kindertag in Neumünster. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert vom Mattes Dentallabor, Ihrem Ansprechpartner für professionellen Zahnersatz. An der neu gestalteten Seepromenade am Großen Segeberger See fand einen Tag nach Eröffnung das beliebte Entenrennen statt. Zeitgleich freuten sich kleine und große Besucher beim Stadtfest über zahlreiche Highlights. Bei strahlendem Sonnenschein gingen die gelben Enten an den Start. Die Besitzer folgten ihren Rennenten entlang der Promenade. Die Besucher des Stadtfestes genossen die Darstellungen auf den Bühnen. Die Kinder freuten sich besonders über Karussells und Leckereien. Die 59. Nordbau öffnete am 10. September in den Holstenhallen für Fachbesucher und Bauinteressierte. 874 Aussteller aus 12 Nationen werden hier in den nächsten 5 Tagen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Rund 40 Tagungen begleiten die Messe und unterstreichen die Qualität der Nordbau. Es wird viel investiert, man kann das hier sehen auf der Nordbau. Und insofern nehmen Sie es einfach hin. Ich freue mich, dass ich hier heute bei Ihnen bin und die Messe mit eröffnen darf. Als Nordeuropas Kompaktmesse des Bauens ist die Nordbau, die jährlich in Neumünster stattfindet, weit bekannt und überaus beliebt. Ja, die Nordbau ist über die letzten Jahre deutlich größer geworden. Sie ist wieder eine Fachmesse geworden. Wir haben 60% Fachbesucher und 40% private Besucher, die meistens irgendwas an ihrem Eigenheim verändern wollen, die ein neues Eigenheim bauen wollen. Und insofern ist es wirklich sowohl für den Fachbesucher, der aus beruflichen Gründen hier ist, als auch für den Privaten durchaus etwas, was sich lohnt anzuschauen. Die Nordbau ist das Flaggschiff der Holstenhallen in Neumünster, auch die größte Messe des Landes. Und das hat sich über die letzten Jahre eben so entwickelt. Hochkarätige Aussteller und ein umfangreiches Programm inklusive Fortbildungen und Schulungen lockten unzählige Gäste in die Holstenhallen. Das Norderstädter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Wie alle 2 Jahre wurde auch 2014 der Kulturpreis der Gertraud und Heinz Manke Stiftung verliehen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Volker Manke, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates und Hennstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer. Der diesjährige Preisträger Joachim Grabbe, Autor vieler plattdeutscher Theaterstücke und Regisseur auf und hinter der Bühne, konnte die Jury durch die Bandbreite seiner kulturellen Erfolge und Leistungen einstimmig überzeugen. Für mich ist es also eine Aufwertung, dass ich vielleicht jetzt endlich in Hennstedt-Ulzburg angekommen bin, obwohl ich hier schon fast 20 Jahre lebe. Ich bin sehr früh angefangen mit Theaterspielen, bin also mit 16 Jahren schon angefangen, mit 15 dann natürlich schon. Hab dann 10 Jahre lang Laientheater gemacht, dann 50 Jahre lang habe ich dann einen Amateurtheaterverein in Altona gespielt, wo ich mich im Grunde genommen auch dann zu Hause gefühlt habe, weil eine Riesenbühne natürlich, wir haben auf der Profibühne gespielt und wenn man dort Theater spielen kann, das ist schon was Besonderes, sage ich einfach mal. 80.000 Besucher feierten gemeinsam in Neumünster den RSH-Kindertag. Trotz des schlechten Wetters luden zahlreiche Aktionen zum Mitmachen ein. Auf der RSH-Bühne auf dem Großflecken trat unter anderem DSDS-Gewinnerin Annetta auf. Moderiert wurde die Veranstaltung von Volker Mittmann.
Zum 77-jährigen Bestehen hat das Modecenter Nortex in Neumünster Kunden und Musikbegeisterte zu einem ganz besonderen Konzert eingeladen. Das international renommierte staatliche Kammerorchester der Republik Belarus sorgte für ein Konzertereignis der besonderen Art. Ganz herzlich willkommen heißen bei Nortex in Neumünster im Herzen Schleswig-Holsteins. Ja, viele von Ihnen. Die Veranstaltung war bereits nach 36 Stunden restlos ausverkauft und mehr als 100 Interessierte ließen sich auf der Warteliste eintragen. Gespannt lauschten die Gäste den Klängen des 20-köpfigen weißrussischen Streichorchesters. Der Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Professor Elmar Lamson, führte die rund 500 Gäste mit Humor und Charme durch den Abend. Erneut trafen sich zahlreiche junge und alte Menschen auf dem Jahresfest des Landesvereins für Innere Mission in Rickling unter dem Motto »Sich begegnen«. Die Organisatoren und Mitarbeiter aller Einrichtungen der Region Holstein sorgten für ein buntes Rahmenprogramm. Straßenkünstler, ein Jongleur, aber auch der Magier auf der Kinderbühne, eine Bauchtanzgruppe und Bands verschiedener Musikrichtungen sorgten für Unterhaltung. Ja, wir haben ja das Motto, das Fest lautet ja, einander begegnen. Und das ist uns ganz wichtig, denn Menschen aus der Region kommen zu uns. Das sind Familien, es sind ältere, jüngere Menschen, es sind Kinder, die kommen. Aber auch die Menschen aus unseren Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und hier, das können Sie hier erleben, die Begegnung hier ist ganz problemlos, ein gutes Miteinander. Und das ist uns ganz wichtig, eben dieses einander begegnen. Das diesjährige Jahresfest spiegelte den Grundgedanken des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein wider. Für Menschen mit Menschen. Stadtmagazin TV Termine. Freunde des Tanzens, aufgepasst! Am 17. September lädt der FSC Kaltenkirchen zu einem Dance-Fitness-Schnupperabend ein. Am 19. September heißt es bei Möbelkraft in Bad Segeberg wieder O zapft is. Am 20. September feiert die Kindergruppe des Theaterlife Premiere mit Die wilde Bande sucht den Mörder. Am 21. September feiert die Ulzburger Straße in Norderstedt ein autofreies Straßenfest. Comedy mit Emmy und Wilnowski gibt es am 31. Oktober im Margaretenhof in Kisdorf. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Am 9. Oktober geht es wieder zur Rinderauktion in die Auktionshalle. Reptilien- und Vogelfreunde können sich auf die Exota am 11. und 12. Oktober freuen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Im Klinikgebäude in Bad Segeberg rückte die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz an. Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Hennstedt-Ulzburg wurde das Vorstandsteam rund um den Vorsitzenden Michael Meschede neu gewählt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert vom Mattes Dentallabor, Ihrem Ansprechpartner für professionellen Zahnersatz.